Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Aktuell. Mein Name ist Marc und heute ist Montag. Das heißt, wir müssen uns dringend wieder die Xbox-Spiele-Highlights dieser Woche anschauen. Und ich sag schon mal vorweg, da kommt so einiges auf uns zu. Los geht's. Ja, fangen wir doch gleich mit Dienstag, dem morgigen 23. Mai an. Und da habe ich sage und schreibe 6 Spiele für euch rausgesucht. Der erste Titel ist Miasma Chronicles von The Bearded Ladies, den bärtigen Frauen. Die haben zuletzt Mutant Year Zero gemacht. Jetzt wagen sie sich an ein Action-Adventure ran. Miasma, komischer Name, das soll so eine zerstörerische Macht sein, die das Land verwüstet hat. Und man ist jetzt hier also in einem postapokalyptischen Zeitalter unterwegs. Macht soweit eigentlich einen ganz netten Eindruck. Ebenfalls morgen erscheint Planet of Lana. Ebenfalls ein Action-Adventure, allerdings sidescrollender Natur. Auffälligste daran ist der Grafikstil. Macht so einen handgezeichneten Eindruck. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr stimmig, sehr atmosphärisch. Und das Beste daran ist, der Titel ist direkt zum Release im Xbox Game Pass verfügbar. Insofern, alle Abonnenten sollten da auf jeden Fall einmal reinschauen. Ebenfalls morgen. Das nächste Action-Adventure, diesmal aber in 3D, ist After Us von Piccolo Studio. Die haben zuletzt A Wise, A Simple Story gemacht. In diesem Stil geht es auch so ein bisschen weiter. Ist relativ märchenhaft. Die Erkundung steht hier so ein bisschen im Vordergrund. Dann habe ich noch Star Trek Resurgence. Offiziell ein Adventure, hat aber auch so ein paar Rollenspielelemente. Es gibt viele Dialoge, man muss viel lesen. Ein paar Action-Einlagen gibt es mit Phasern. Pew, pew, pew. Aber ich fürchte fast, das Spiel richtet sich hauptsächlich wirklich an hartgesottene Star Trek-Fans. Ich weiß nicht, ob das für jedermann etwas ist. Aber schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da eine andere Meinung zu habt. Dann habe ich für morgen auch noch Warhammer 40k Boltgun, ein Retro-Shooter. Das heißt, der Shooter ist aufgemacht wie ein Shooter im Stil der 1990er Jahre mit entsprechend grafischen Abstrichen. Muss man mögen, aber dafür bietet er dieses klassische, sehr schnelle Gameplay. Fans des Genres kommen da sicherlich auf ihre Kosten. Und dann zu guter Letzt, also für den morgigen Dienstag, gibt es dann noch Convergence. Und ich fürchte fast, dass diesen Titel eigentlich niemand beachten würde, ein Plattformer, wenn das Spiel nicht so einen Untertitel noch hätte. Denn es heißt offiziell Convergence, A League of Legends Story. Das heißt, es ist ein Ableger zum unglaublich erfolgreichen und beliebten MOBA. Spielt in der Welt von League of Legends. Und wer mit dem Hauptspiel irgendwas anfangen kann, der sollte sich das hier auf jeden Fall auch mal anschauen. Kommen wir zu Donnerstag, dem 25. Mai. Da habe ich 2 Spiele. Der erste Titel ist Railway Empire 2, eine Eisenbahn-Management-Simulation. Und direkt zum Release ist der Titel im Xbox Game Pass verfügbar. Und dann gibt es noch am Donnerstag The Lord of the Rings, Gollum. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ist ein Action-Adventure. Man schlüpft hier in die Haut von Gollum, der... Oder die Geschichte, die erzählt wird, handelt parallel zum ersten Teil der Trilogie, die Gefährten. Und man erlebt halt, wie Gollum einerseits seinen Ring an Bilbo Beutlin verliert und dann in Mittelerde diverse Abenteuer bestehen muss. Gollum ist ja so ein zwiegespaltener Charakter. Man kann sich immer so ein bisschen entscheiden, wie man spielen möchte, eben als Gollum oder eben doch als der ehemalige Hobbit, der er mal war, wie hieß er, Smeargol. Hat dann auch so ein paar Stealth-Elemente drin. Ja, mal schauen. Der Delic als Entwickler, die sind ja eigentlich eher in Sachen klassischer Adventures groß geworden. Mal gucken, ob die auch mit so einem Genre zurechtkommen und vor allem auch mit so einer sehr, sehr großen Marke. So, und dann runden wir die Woche ab. Am Freitag, dem 26. Mai, erscheint noch Miracle Snack Shop. Ein Abenteuerspiel, ein Adventure, ein asiatisches Adventure mit erotischem Einschlag, würde ich mal vorsichtig sagen. Man schlüpft hier in die Rolle eines Imbissbudenbesitzers. Die Geschäfte laufen schlecht und plötzlich findet er auf dem Dachboden ein Portal zu einer fremden Welt und da lernt er die Salzkönigin kennen. Und naja, da bandelt sich so ein bisschen was
an. Spiele kann man einmal auf Koreanisch spielen, gibt aber auch eine englische Lokalisierung. Fans des Genres werden da sicherlich ihren Spaß dran haben. So, jetzt schauen wir uns die Trailer zu den neuen Spielen an. Kapitelmarken sind unten, wie immer, gesetzt. Könnt also vor- und zurückspulen, wie ihr möchtet. Und ganz am Ende sehen wir uns noch mal kurz wieder. You've harnessed your glove's power and now you want to find me. Gotta find Mama. You don't know what's making the miasma angry. And it's spreading across America, twisting this once great nation into a lethal wasteland. We gotta help these people. Find me, and if you do, maybe I will tell you my secret. The revelations must be earned. I enlisted because I didn't want to wait years just to get out and see the galaxy. I wanted to go somewhere, see new worlds, look up at a sky no one's ever seen before. It's been a dream of mine since before I can remember. So I would be honored to become a captain someday. We need to learn everything we can. You're not gonna die. Not if I have anything to say about it. This can't be right. Time to impact, 1 minute. Jara, I need you to do the right thing. The fate of the negotiations, the interests of the Federation, and the prospect for peace
may very well depend on it. Here to hurt you. I'm you from the future. I'm here to investigate something in the past. So Zahn is in trouble right now? If you would just listen, we'll be keeping the city safe from a devastating future. Well, if it isn't the boy who shattered time. There is a war coming. I don't know what happens in the future, but it's not up to you to fix the world all by yourself. He's been coming back to the past over and over again, trying to fix something in our timeline. We've all got him, Echo. The first fight you have to beat is with yourself. This isn't over. Not yet. I'm trying to save both of our cities from a disastrous fate. Die industrielle Revolution hat die Grundlage geschaffen, um Gesellschaft und Wirtschaft für immer zu verändern. Jetzt sind visionäre Pioniere gefragt, deren Herz im Takt der Lokomotive schlägt, um dieses Potenzial zu verwirklichen. Mit deinem Geschäftssinn stellst du die Weichen, um das größte Eisenbahnimperium des 19. Jahrhunderts zu erschaffen. Erschließe neue Städte mit großen Bahnhöfen, verbinde sie mit Fracht- und Expresslinien und lass so einen ganzen Kontinent zu einem Dorf zusammenwachsen. Präge das Gesicht deines Landes und erschaffe dein eigenes Eisenbahnimperium in Railway Empire 2. Something calls us Gollum. What is it, Precious? The Precious, of course. The Precious. We want it. We want it. Must stay in the shadows. Get to higher ground. What if he watches us, the Dark Lord? What if he sees? いらっしゃいませ。ご案内しましょうか?
誰だ。このポータルはそなたが開いたのか。では氷石子、約束したかき氷を作ってくれ。また来週そなたの料理を味わいに来よう。ユキトさん、また来ちゃったわよ。潰れかけの軽食店を再生させる企画番組、うわーすごーい。天からお金が降ってくる気がしない。ユキトよ、かき氷を頼むぞ。So, das waren sie schon, meine persönlichen Xbox-Highlights für diese Woche. Habe ich irgendwas vergessen? Dann schreibt mir das wie immer gerne in die Kommentare und verratet mir dort auch, auf was ihr euch am meisten freut. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video soweit gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne ein Like und wenn noch nicht geschehen, ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.